du mein Pico Blockbock ein? Trinkst du ja Tadi? Trinkst du G-Star? Hast du deines Oliver Pullover an? Oder doch lieber Chanel? Trinkst du Levi's Jeans? Trinkst du Klassik auf einer Pelzmantel? Trinkst du Uromos Anzug? Trinkst du Nike oder was trägst du? Ich kann mir total gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die total neidisch darauf sind, dass andere Markenklamotten tragen. Einer, der ewig mit Hose von Leonardo rennt, wird immer der Zweite bleiben, da der erste Eindruck immer zählt. Natürlich Markenkleidung. Man muss immer Labels tragen. Kaufe ich mir ein Hemd bei Pep und Kloppenburg, kann ich mir ganz sicher sein, dass ich der Einzige bin, der es in der Disco anhat. Kaufe ich mir hingegen bei H&M ein Hemd für 15 Euro, hat das jeder Zweite. Du wirst es wahrscheinlich nicht wirklich zugeben, aber es tut doch eigentlich ganz gut, etwas zu haben, was andere nicht haben, oder? Je besser man angezogen ist, umso leichter hat man es im Leben. Genau, und ich erzähle euch mal eine Geschichte über Moritz Anthony. Moritz war einer von uns, ein Markenklamotten-Fan. Er hatte Shopping-Sucht und seine Eltern waren reiche Fabrikbesitzer, die ihm wirklich, aber auch wirklich alles kaufen konnten, was er wollte. Er trug nur Labels, Nike-Schuhe, Levi's Jeans, Benedikt Pullover. Adidas Socken. Armani Uhr. Hugo Boss Gürtel. Mango Handschuhe. Ray-Ban Sonnenbrille. Wer soll so Schnürsenkel? Dior Trainingshose. Sonnenbrille Jacke. Eine feste Kette von Chanel. Und Calvin Klein Unterhose. Weiter? Und Anthony und Arndt und Vanessa ganz vorsichtig. Mir ist total kalt. Und so saßen sie eine Weile wortlos nebeneinander. Eigentlich finde ich den Namen Moritz viel cooler als Anthony, sagte Vanessa. Und wie sie sich alle schon denken können, vergab Vanessa Moritz Anthony. Und wenn sie nicht gestorben sind, ja, dann leben sie noch heute. Uh-oh. Sie sind nicht gestorben. Das ist eine aktuelle Geschichte. Also ich nehme, was mir gefällt. Ob da eine Marke dran ist oder nicht, ist mir egal. Und was denkst du?